So, Leute, willkommen zum zweiten Video von der Serie. Heute kommen wir mal, fangen wir mal an, Gold zu machen. Wie ihr seht, ich klicke immer aufs falsche Fenster. 319 Gold haben wir im Moment. Und ja, wir sind Stufe 100, das ist klar. Wir haben die Garnison, ist auch klar. Gear habe ich, PvP-Gear, darauf kommen wir in einem weiteren Video. Jetzt allerdings erstmal, wie kommen wir jetzt ein bisschen an Gold? Denn ich möchte ja erstens mal meine Berufe leveln, zweitens mal mir Verzauberungen und sowas leisten können. Und das kostet natürlich alles Gold. Und um das zu bekommen, gehe ich jetzt erstmal hier ins Gruppentool, hier oben, Dungeon Browser. Benutzer definiert, bei organisierte Gruppen, Gruppe finden und gebe hier erstmal ein Kazak. Ganz wichtig, Kazak ab. Kazak steht, bla bla bla, 14.44 Uhr. Okay, das sind immer die Kill-Daten, das ist natürlich blöd. Das nehmen wir. Wie lange gibt es die? Vielleicht kommen wir rein. Vielleicht auch nicht. Kassebank. Ihr müsst da so ein bisschen teilweise halt ein paar erstmal anklicken, um irgendwo reinzukommen. Je schlechter das Gear, desto geringer die Chance, dass ihr dann auch direkt reinkommt. Aber wie gesagt, wir tryen es. Gehen dann hier über das Portal, sind wir jetzt aus der Garni raus, erstmal in die Hauptstadt. Wer ist die Löwenwacht oder so? Ne, da sind wir jetzt und das ist im Tanan-Dschungel. Da fliegen wir jetzt erstmal hoch Richtung Kazak. Ich denke, das macht am meisten Sinn, dass wir das zuerst mal probieren. So, Kazak ist da. Kazak vor 24 Minuten. Man sieht, da gehen die ganze Zeit Player raus und wieder rein, das ist nix. Hier vor 3 Minuten, das sind 40 Leute, schade. Gruppe 2, was immer das auch sein mag. Vielleicht geht da was. Könnte ja sein, weiß man nicht, ne? Looks like Glück gehabt. Fliegen wir durch die Gegend. 1100 Gold haben wir auf dem Server. Das ist natürlich bitter. Wir haben auch sonst nicht viel. So, Gifte kann man als Schurke auch reinmachen, sehe ich gerade. So, wenn ihr PvE-Spieler seid, dann könnt ihr auch natürlich so einen Bonus-Roll kaufen. Und den dann hier auch gleich ausnutzen. Denn hier gibt es natürlich ein bisschen Gear. 705, glaube ich, ist es normal. Müsste es eigentlich sein. Lohnt sich also schon mal. Und ihr seht, wir sind jetzt... Ja, wie lange geht mein Video schon? Sehe ich das irgendwo? 4 Minuten. Wir haben jetzt innerhalb von 4 Minuten... diesen blöden Boss hier schon auf 34%. Mussten erstmal 4 verschiedene Gruppen anwählen, bis wir in eine reinkamen. Und so schnell geht's dann doch. Also, man denkt immer, das dauert so ewig. Aber innerhalb von 5 Minuten, sag ich mal, kann man hier effektiv den Boss legen.
20% könnte klappen. Ganz wichtig, wenn ihr seid und ihr nicht so checkt, was da gerade passiert, versucht immer hinter ihn zu laufen. Den Boss. So, okay. Der ist jetzt gestorben. Wir haben keinen Loot gekriegt, also keinen Item. Aber wir haben Teufelsfeule gekriegt. Und zwar 9 Stück. Ich hatte schon 4 im Ranzen, lasst euch da nicht täuschen. Aber es kann trotzdem, es kann bis zu 15 Stück, glaube ich, pro Kill bekommen. Und das funktioniert mit jedem 100er Char. Das heißt, wenn ihr mehrere Chars habt, könnt ihr es gleich mit mehreren Chars machen und natürlich noch mehr absahen. Ich hoffe, dieser erste Trick hat euch jetzt schon mal gefallen. Vergesst bitte nicht, ein Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Es werden natürlich noch viele weitere Tipps kommen, auch wie ihr ja, vielleicht im PvP ein bisschen Fuß fassen könnt, so wie ich das gerade versuche. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal und würde sagen, bis dann, liebe Leute, haut rein, euer Totemwerfer. Ciao!